Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 8. Oktober 2018. Ihr hört Geek Talk Daily 476 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Kringle, Surface-Kopfhörer, iOS 12 und Apple Pay. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Das geht im Bereich Fintech, im Bereich der Möglichkeiten, Banken oder Bankservices über das Smartphone zu nutzen. Und da kam vor einigen Jahren ein Dienst auf, genauer gesagt im Jahre 2014 war das ein Dienst auf, der sich Kringle nannte, mit dem es einfach war, Beträge von A nach B zu überweisen, ohne Gruß hin und her und einfach, ja, wie man es halt heute kennt von diversen Apps. Und die waren ja vor ein paar Wochen mit einer unschönen Meldung, nämlich Insolvenz, in die News geraten. Und jetzt ist es soweit, dass alles seit dem 1. Oktober getätigte an Transaktionen etc. nicht mehr umgesetzt werden. Und der Dienst laut Webseite auch als eben beendet angemerkt wird. Sehr schade für diejenigen, die darauf gesetzt haben. Zum Glück gibt es aber heute genügend Alternativen auf dem Markt. Microsoft hat in der letzten Woche ein paar neue Produkte vorgestellt, die aus der Surface-Reihe, das waren der Rechner, der mobile, der stationäre etc. Und etwas Neues oder besser gesagt sogar eine neue Kategorie, was Microsoft anbelangt, nämlich auch Kopfhörer. Mittlerweile ist auch klar, wo Microsoft die platzieren will, mit den insgesamt 13 Stufen an Noise Cancelling und so weiter, den anderen Features, die da mit drin sind, USB Typ C und so weiter. Ja, man will damit in den Premium-Segment eingehen und wird ab Ende diesen Jahres in den Staaten zumindest zuerst auf den Markt kommen. Der Kopfhörer ist auf 350 US-Dollar datiert. Somit misst er sich mit den Bose Quiet Comfort 35, den Sony neuesten Kopfhörern im Bereich Noise Cancelling und so weiter. Also darf viel erwartet werden und somit sind wir natürlich alle gespannt auf die ersten Hörproben damit. iOS 12 ist gar nicht mal so lange her. Etwas über 2 Wochen, oder genau 2 Wochen, doch glaube ich, ja, so um den Dreh rum, ist es jetzt draußen und es hat schon 46,57% aller aktiven iOS-Geräte erreicht. Das sind doch natürlich schöne Zahlen, wenn man bedenkt vor allem, was da Apple alles abdeckt. Ab dem iPhone 5S aufwärts, jedes einzelne Modell und auch bei den iPads ziemlich weit runter und auch die letzte Generation an iPod Touchs, die das bekommen haben. Sehr toll und ja, updated. Habt ihr das schon? Lasst uns doch mal über die Kommentare oder und auch über Social Media wissen. Wir würden uns freuen. Apple Pay geht in eine weitere Runde und wird, nachdem das dann irgendwann, ja, later this year in Deutschland noch gestartet ist und eben mit dem Neuzugang von den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch in Saudi-Arabien jetzt starten und ist dann somit bei 30 Ländern, bei denen es weltweit genutzt werden kann. Ja, da hoffe ich natürlich, dass da schnell noch mehr Länder dazu kommen. Was ich noch viel mehr hoffe, ist die Unterstützung der Banken, wie hier zum Beispiel in der Schweiz. Gebt doch endlich auf, lasst euer Twint antreten, richtig antreten gegen Apple Pay und Samsung Pay, Google Pay etc. Das wäre nur schön für eure Kunden, liebe Banken da draußen. Aber genügend damit, euch einen guten Wochenstart, einen schönen Tag. Wenn ihr mögt, morgen wieder mit meiner Person, mit Neuigkeiten rund um die Technikwelt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.